Yo Leute, zurück bei Family Guy und es geht los. Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt in der letzten Mission, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mir ja mal ein Let's Play davon angeguckt. Alright, almost home, Brian. Whoa, 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 whoa. What? What is it? No, no, I just had like wicked déjà vu. Well, it's probably because we're constantly arriving in new places. No, no, you don't get it. It's a past life thing, Brian. I was here in another time. Oh, would you shut up? You shut up. Stewie, look! Oh, my God! We're too late. He's doing it. Bertram's really gonna destroy our universe. I don't understand. How did... We went everywhere he did. Ein Riesendinosaurier. Welcome home, Stewie. So you idiots thought you could actually stop me, huh? Well, while you were chasing me around the multiverse, my assistant, Gus, was assembling the only army I could ever truly rely on. An army of me! Hey guys, I'm Gus, the assistant. That's how an assistant should be, Brian. I'm not your assistant. You're pretty much my assistant. As soon as this bomb gets close enough to your house, boom! Everything you know will be dust. The games are over, Stewie. It's time to die. Okay. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das hier jetzt der Endkampf ist, sag ich mal. Don't you at least want me to wipe first? Oh, I want one of those. Okay, wir sind im Spiel. Und das Erste, was wir machen, ist, wir gehen mal zum Laden, weil theoretisch müssten wir ja jetzt auch hier die letzte Waffe kaufen können. Ja, da die Magma-Kanone. Wir haben so viel Geld, wenn man mal überlegt, brauchen wir was? Ja, wir können alles kaufen, okay? Und werde ich als allererstes zwei Riesenhühner kaufen. Die Kabumbeeren sind, glaube ich, auch nicht am schlechtesten. Schachtel Rupert. Schön ein bisschen Verteidigung. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Gesundheit. Brechwurzelextrakt. Na, nehmen wir mal mit, aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich brauchen. Die Dinger sind total nutzlos. Okay. Flammenwerfer. Gucken wir mal. Macht das denn? Alter, die machen aber ordentlich Schaden. Krass, und die halten auch was aus. Wir gehen mal nach oben. Wirf Granaten. Ha! Die sind zerplatzt gerade. Ich werde das hier mal kurz ein bisschen absperren. Mit den Windeln. Dann kommen die hier nicht rauf. Lad mal den Raketenwerfer durch. Oh, scheiße. Shit. Oh, fuck. Der zieht ja ordentlich. Shit, shit, shit. Und alles brennt hier. Das ist natürlich jetzt auch nicht so pralle. Wartet. Rupert. Ich setz mal hier die Rupert. Vielleicht bringen die mir ja dann ein bisschen was. Scheiße, Mann. Was? Er hat ihn einfach zerstört. Du hast vielleicht deine Armee, aber ich habe auch Hilfe. So sieht's nämlich aus. Von mir aus schieß doch. Ich triff sie eh nicht. Oh, scheiße. Nice ist schon mal, dass der auch seine Leute damit killt. Fuck, ich krieg voll viel Schaden. Oh, oh. Ah, scheiße. Oh, fuck.
Wir sollten mal zum Geschäft gehen. Weg! Ich brauche neues Leben. Oh, gut. Nein, nicht das, sondern Gegenstände. Und zwar holen wir uns dann neue Joe Swanson. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass man die mal so dringend braucht. Und Leben, ganz wichtig. Ey, pisst euch. Scheiße, renn doch. Geh weg. Fuck, keine Muni. Sicher auf früh. Yo, macht ihm einfach mal nix. Magma-Kanone. Oh Gott, die schießt ja voll scheiße. Ah, scheiße. Wie sieht's denn aus, wenn die durch die Magma laufen? Dann müssten sie doch auch eigentlich Schaden kriegen. Ah, fuck. Ah, scheiße, Mann. Okay. Bringt das was? Nö, die Hühner gehen nicht dagegen, okay. Das macht dem ja gar nichts. Oh, tot. Ich muss zugeben, ich habe mir den Kampf leichter vorgestellt. Jetzt ist er ja wieder voll. Ja, wie soll ich das bitte überleben, wenn er mich einfach platt läuft? Das macht dem gar nichts? Ah, doch. Och, jetzt bin ich hier doch tatsächlich aus dem Spiel geklickt. Super. Das macht dem gar nichts. Wartet mal. Gegenstände. Energie. Mann, Mann, Mann. Riesenhühner. Können die sich mal verpissen von mir? Hier, Rupert, kümmere dich um den. Na, oh, das macht ihm nichts. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal Gesundheit. So. Können wir nicht. Ist ja zum Kotzen. Ab nach oben. Wo ist der Dino? Wartet mal. Es war doch bis jetzt fast immer so. Scheiße. Es war doch fast immer so bis jetzt, dass wenn wir mit dem Sniper oder diesem Strahlengewehr irgendwie in Richtung Kopf geschossen haben, hat der Typ extra viel Schaden bekommen. Ihr könnt euch mal ganz schnell verpissen, Freunde. Scheiße. Boah, die Steuerung ist so frimmelig, das kotzt mich gerade an. Das macht dem ja gar nichts. Muss ich dem vielleicht die Laser kaputt schießen? Tatsächlich. Ah, guck mal an. Ja, und jetzt, was willst du machen? Ihr müsst los den Dinosaurier einholen, okay? Dann versuchen wir es mal. Och nö. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Warum habe ich keinen? Keine Muni. Ach so. Hat mich das jetzt gewundert? Wahrscheinlich nicht. Okay, okay, okay. Perfekt. Er gewinnt, sagt er wahrscheinlich. So. Nachgeladen. Abflugdickerchen. Ha, jetzt haben wir ihn gleich. Jedenfalls das zweite Mal. Wer weiß, wie viele Runden es hier gibt. Komm her. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir ihn. Nee, haben wir immer noch nicht. Doch, haben wir. Die beiden sind wieder kaputt.
Was muss ich denn jetzt machen? Also erstmal leben. Nein, Mann, was macht er denn? Nimm die Scheiße. Alter, könnt ihr mal aufhören damit? Kotzt mich gerade an. Hier. Los, Bären. Attacke. Kümmert die gar nicht. Ich renn mal lieber dahin. Wer weiß, was jetzt hier noch kommt. Also ich habe schon oh, guck mal, was da ist. Ich habe schon eingeplant, dass der Part hier länger dauern wird als die anderen. Aber, ja, mein Gott. Schlimm ist das jetzt nicht, meiner Meinung nach. Jet Stewies. Oder böse. Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Quatsch. Yo, Raketen. Von wo denn? Kümmert euch bitte da drum. Oder hier drum. Lasst mich einfach damit in Ruhe. Wie wir hier nochmal Geld scheffeln können. Was kommt denn jetzt? Ah, jetzt müssen wir die Autos kaputt machen in seinem Maul. Yo, das Auto verfolgt uns wahrscheinlich, ne? Ha, piss dich, Mann. Fuck. Geh weg. Hey, was soll ich denn machen? Gastank kaputt schießen. Ja, komm. Was geht er denn immer aus dem Spiel raus? Das ist so hirnlos. Natürlich, natürlich. Verpiss dich. Gott, wie scheiße ist das denn jetzt? Da oben ist ein Laden? Da ist ein Auto gespawnt. Ey, diese Scheißteile, ne? Die kotzen mich gerade richtig an, diese kleinen. Geht weg. Die Schnauze. Mann. Geh weg. Brauchen Leben. Nehmen jetzt mal den hier. Dann nehmen wir mal den Rocket Launcher. Ich muss doch wohl auf das Auto schießen. Ja, geht doch. Warum ist denn hier nirgendwo Leben? Da ist Leben. Gib mir mein Leben. Scheiße, Mann. Diese Viecher, ne? Die sind zum Kotzen. Ey, was können die sich so porten? Oder so nach vorne beamen? Hau ab, Alter. Dieser kleine Kackzwerg da. Geht doch. Ja, komm doch, komm doch. Du Schisser, nimm dir das Auto am besten. Nö, nimm, doch, nimm da. So. Und jetzt? Hier ist ja noch was. Ich glaube nicht, ne? Hier ist irgendwie nichts mehr versteckt. Wir wechseln mal zu Brian. Lad mal durch, Kollege. Perfekt. Oh, oh. Sorry, pal. The return flight's been canceled. All right, okay, the line was good, but if you're gonna do that, you gotta hit your target on the first shot. But overall, better. Much better. You're learning. But as for you... Please, no! We can work together! We could rule the multiverse! Please don't kill me! Oh, you've got the wrong idea. I'm not gonna kill you. You're not? No. Your little buddy here is. No!
you're alive! Yay, we're saved! Oh, I'm so happy you two are okay. Ugh, why do you bleach your upper lip? Just wax it. You're not fooling anyone. I found a quarter, you guys. I'm a hero, too. Well, Bri, we did it. We stopped Bertram and everybody's safe. Yeah, but couldn't other Bertrams just keep coming back from different universes? Well, I mean, they could, but I think we'll just have to wait and see how much money this makes. Ah, so we may not be hearing from Bertram again. Ja, okay. Wir sind fertig. Ich muss sagen, auf der einen Seite freue ich mich, dass wir fertig sind, weil es ist halt schon arg immer das Gleiche in dem Spiel gewesen. Halt immer nur schießen, schießen, schießen und Schalter betätigen, aber halt mehr auch nicht. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, es ist auf jeden Fall Family Guy pur. Für jeden, der Family Guy mag, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall mal holen. Vielleicht jetzt nicht aktuell bei Steam oder so. Ich glaube, da kostet das immer noch 20 oder sogar 40 Euro. Also echt ziemlich viel, meiner Meinung nach, für ein relativ kurzes und nicht gerade etwas Neues. Aber es macht Laune und wir haben ein neues Kostüm freigeschaltet. Chris kann jetzt gekauft werden, okay. Okay, ganz viele neue Kostüme. Stewie, wieder daheim, okay. Fortsetzen? Gucken wir mal, ob da noch was kommt. War es doch noch nicht der Abschluss? Doch, war der Abschluss, okay. Wollte auch sagen. Ja, ich würde mal behaupten, wir werden dann einfach uns im nächsten Part wiedersehen. Und, also was heißt im nächsten Part, ne? Im nächsten Let's Play. Ich weiß noch gar nicht, was es dann ist jetzt letzten Endes. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein Spiel anfangen. Und South Park läuft ja auch noch. Von daher, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Content für euch da, ne? Bis dahin und haut rein.